Herzlich willkommen in der Aquarellschule LADV. Heute nehme ich euch mit in den Wald am frühen Morgen. Ich habe letztes Mal schon erzählt, meine Lieblingszeit ist zwischen 7:30 und 8:00. Das ist so die Zeit im Sommer, wo ich, also ich finde die einfach sehr inspirierend, sehr erquickend. Und über die Mittagszeit finde ich es oft sehr anstrengend durch die Hitze. Deswegen liebe ich diesen frühen Morgen sehr. Und bei uns in der Nähe, also in der Nachbarschaft, etwa 4 Minuten vom Haus weg, haben wir die Gusen, diesen Fluss. Der ist sehr schön, sehr idyllisch, fließt da durch ein Tal in einem Wald. Und ja, natürlich sind wir im Sommer oft an der Gusen. Sie ist leider nicht so tief, dass man wirklich gut schwimmen könnte, aber man kann sich die Füße kühlen. Und dieses durchbrochene Sonnenlicht genießen, gerade jetzt am frühen Morgen, herrlich. Und genau diese Stimmung möchte ich mit euch auffangen, einfangen und umsetzen in einem Flussbild. Viel Freude dabei! Die Materialangaben findet ihr unten in der Box. Wir beginnen mit dem Anfeuchten des Blattes und dann in verschiedenen Grüntönen in diese Feuchtigkeit hineingetupft mit einem sehr rauen Aquarell-Naturschwamm in Gelbgrün, in Leaf Green von Mischen und auch in Maigrün, ein bisschen ein Undersea Green hineingemischt. Also es ist sehr eine bunte grüne Kombination hier in diesem Blattwerk. Jetzt gebe ich sogar ein Heliozyllinblau dazu. Das macht das Grün meistens sehr saftig, sehr lieblich auch. Es entsteht kein herbes Grün, sondern eben dieses saftige, wunderschöne, klare Grün mit einem Heliozyllinblau gemischt mit dem Gelbgrün oder dem Leafgreen. Also das hat sehr viel fröhliche Qualitäten. Und ihr seht, ich mache keine Fläche, sondern ich lasse von links oben das Sonnenlicht einfallen und schattiere zwischendrin. Das ist erst die erste Schicht. Es kommen noch viele Schichten darüber. Von dem her muss es noch nicht perfekt sein. Nun nehmen wir einen feinen Schriftenpinsel und malen uns zarte Baumstämme in dieses Grün hinein, die da in der Ferne wachsen, auf der anderen Seite des Flusses und in die Feuchtigkeit hinein, sodass sie sich gut mit dem Hintergrund verbinden. Es ist eine Mischung aus Heliozyllinblau und ganz wenig Undersea Green für diese Stämme. Nun können wir eine zweite Schicht in die Feuchtigkeit hineintupfen, sodass wir die Bäume gut einbinden in die ganze Geschichte. Es soll nicht abgehackt, sondern sehr harmonisch wirken. Also sie sollen aus dem Boden heraus wachsen und in die Blätter hinein, beziehungsweise die Blätter sollen an den Bäumen wachsen. Und das können wir sehr schön, wenn wir mit dem Schwamm das so konstruieren und das so einbinden. Das geht so sehr einfach. Nun machen wir den Flussbereich nass mit dem Elastip und beginnen auch hier mit denselben Farbklängen. Das ist immer so, Wasser und Umgebung sollen ähnlich in der Kolorierung sein. Es spiegelt sich natürlich die Umgebung im Wasser, aber es kommt auch Sonnenlicht von oben ins Wasser, sodass es helle Stellen gibt, die wir in der Umgebung nicht so intensiv malen müssen. Also es darf hier unten, wie ich da jetzt gerade male, auch ein Goldocker geben, was wir in der Böschung nicht erkennen können, aber was durch dieses Sonnenlicht, was von oben durch die Blätter fällt, erzeugt wird. Ich habe von rechts unten jetzt ein Umbra Natur dazugegeben. Ihr könnt da sogar ein Sepia-Braun verwenden, wenn ihr das noch passender findet. Von links ein Undersea Green mit auch dem Umbra Natur und ein bisschen Sepia-Braun und jetzt sogar noch ein Heliozyllinblau dazu. Einfach, dass wir wirklich diese Farben von oben, gerade auf der linken Seite, intensiv diese Spiegelung ins Bild bekommen. Bis jetzt habe ich horizontal gestrichen und jetzt kommen die vertikalen Spiegelungen ins Wasser, die ich vom Ufer her zu mir ziehe.
Die sind jetzt hier in Heliozyllin-Blau. Natürlich muss man immer schauen, dass es zusammenpasst, wieder horizontal in einem Undersea-Green, sodass dieses Ufer, was ich nachher natürlich noch in weiteren Schichten abdunkle, da sich dann auch schön spiegeln kann und dahinter auch wirklich dunkel sein darf. Also dass es am Ufer schattig wirkt. Nun eine Mischung aus Heliozyllin Blau und Undersea Green, so wie die Stämme vorher, da ziehe ich jetzt in dieses Nasse hinein, vertikal die Spiegelungen der Bäume nach unten zu mir, verblende alles ein bisschen, mache es homogener, spiegle es noch ein bisschen intensiver, alles mit dem Elastip. Der Elastip ist überhaupt der Pinsel, mit dem ich sehr viel Harmonie ins Bild bringe, einfach weil ich Grenzen verblenden kann, Flächen aneinander anpassen, einbinden und so weiter. Mit einem dickeren Rundpinsel oder dem Casaneo Nummer 12, wenn ihr den habt, den habe ich schon öfter hier vorgestellt auch, können wir jetzt Baumstämme ins Bild ziehen auf der rechten Seite und in einem Sepiabraun und sie mit einem Heliozyllin Blau horizontal verblenden, sodass es wässrig wirkt. Im Fluss streichen wir ausschließlich horizontal oder vertikal, nie irgendwie kreuz und quer. Da hätten wir den Wassereffekt dadurch dann aufgelöst. Also es ist Wasser, weil ich nur vertikal und horizontal streiche. Da kann ich dieses Wässrige unterstreichen, unterstützen. Kreuz und quer ist, ja, da hebt sich der Wassereffekt auf. Nun wieder mit dem Schwamm eine nächste Schicht tupfen und dann drüber gehen noch einmal mit dem Elastip. Das ist jetzt so die Arbeit der nächsten halben Stunde, dass wir immer wieder eine Schicht in die Bäume geben mit dem Aquarell Natur Schwamm und aber auch verschiedene Schichten in den Fluss, in die Flussspiegelung hineinziehen, sodass ja, dass das Ufer sich schön spiegelt im Flussbereich, dass wir einen Anschluss bekommen zwischen Ufer und Fluss, dass es homogen, dass es eine Einheit wird. Nun legt ihr euch eine Plastikkarte, eine zerschnittene, parat bitte und tragt hier dann eine Mischung aus Sepiabraun und Undersea Green auf für diesen Felsen, der da in dieser Flussbiegung steht und kratzt diese Felsstruktur mit der Plastikkarte hinein. Ich werde oben rechts bei dem i euch Videos einblenden, die zu diesem Thema entstanden sind, zu diesem Kratzthema mit einer Plastikkarte. Da gibt es tolle Techniken und da habe ich euch auch schon einiges gezeigt. Ja, wir binden diesen Fels natürlich wieder ein mit dem Elastip. Wir lassen ihn im Wasser spiegeln, auch wenn der Untergrund mittlerweile schon trocken ist. Der muss trocken sein, sonst hätten wir den Felsen nicht malen können, der wäre uns zerflossen. Aber wir verblenden das Ganze doch nach unten, sodass der Fels sich im Wasser spiegeln kann. Und gegen vorne habe ich kleine Gräser oder Wassergras hingemalt. Eine weitere Schicht in einem Undersea Green gemischt mit einem Umbra Natur, ihr könnt sogar ein Sepiabraun nehmen, wenn ihr es dunkler möchtet, tupfe ich jetzt auf der rechten Seite weiteres Blattwerk ins Bild und mit einem Umbra Natur und einem Goldocker grundiere ich auch den Uferbereich, verblende ihn sofort auch ins Wasser und nehme dann die Plastikkarte und kratze mir Kiesel, Steine, kleine Felsen und so weiter an den Uferrand, sodass man hier wirklich dieses Abfallende zum Wasser erkennen kann. Darüber werden dann noch Bäume entstehen und man kann so dieses Steinige, dieses Kieselige erkennen, was da ins Ufer abfällt, ins Wasser, zum Wasser hin abfällt.
Auf der linken Seite wieder mit einem dickeren Rundpinsel, zum Beispiel dem Casaneo Nummer 12, malen wir einen sehr dunklen Baum. Ich habe da ein Sepiabraun gemischt mit einem Schattengrün gewählt. Ihr könnt aber auch einfach ein Undersea Green nehmen mit einem Sepiabraun oder einem Umbra Natur. Das ist dann ein bisschen heller, aber auch schon dunkel. Ihr könnt aber auch ein peines Grau einfach zu diesem Sepiabraun dazu mischen, dass er wirklich dunkel wird, dieser Baum. Im vorderen Bereich links unten, da malen wir Felsen, Steine, Kiesel. Also wir verwandeln unser ursprüngliches Gusenbild, was ich zum Eingang euch gezeigt habe, was mich auch angeregt hat zu diesem Bild hier. Trotzdem verwandeln wir es zu einem zu einer eigenen Komposition und kratzen auch links unten in diese Feuchtigkeit hinein Steine mit der Plastikkarte. Jetzt binde ich das Ganze noch ein bisschen ein in den Wasserbereich. Ich verwende dazu dieselbe Farbe wie für die Kiesel, aber einfach sehr viel mehr verdünnt und kann so Schattierungen ins Wasser malen. Ich habe einen kleinen Pinsel genommen und dann einfach weitergemacht, aber eigentlich glaube ich, dass es idealer gewesen wäre, hätte ich einfach den mittleren Detailpinsel verwendet, den ihr von mir schon kennt. Was ich hier in der Hand habe, ist der Cosmotop Spin Nummer 1 und der ist eigentlich zu klein für diese Geschichte. Es ist mühsam und dauert lange, bis man da ein paar kleine Striche sieht. Mit dem Ella-Stip und derselben dunklen Farbgebung stippeln wir und ziehen Gräser, Ufergras, Leben ins Bild. Überall, wo wir sehr dunkle Flächen haben, die noch feucht sind, können wir Gras auch mit dem Stiel des Ella-Stips hineinkratzen. Auf der rechten Seite in einem Undersea Green, ganz wenig Sepiabraun dazu gemischt, malen wir jetzt auch die Bäume, die ich schon angekündigt habe, die wir auch im Wasser ja schon ein bisschen gespiegelt haben. Und die ziehen wir einfach von unten nach oben ins Bild und tupfen dann in derselben Farbe, also auch Undersea Green, noch Blätter, Laub zwischen die Stämme und Äste und auch in den Uferbereich, dass da wie Gestrüpp wächst, Grünzeug, Büsche. So bekommen wir Harmonie in unser Bild und können das Ufer mit dem oberen Bereich, dem Blattbereich, gut verbinden. Das ist mit dem Aquarell-Naturschwamm sehr toll möglich, kombiniert mit dem Ella-Stip natürlich. Ja, hier jetzt noch das Ufergras mit dem Ella-Stip und ein bisschen abgedunkelt, schattiert, dass das Ufer wirklich dunkel wirkt. Natürlich müssen wir jetzt auch noch ein bisschen Schattierung und Spiegelung dann hineinziehen nach unten. Das Ufer und der Fluss mehr zusammengehören. Jetzt auf der linken Seite eine weitere Schicht. Die ersten zwei waren trocken und jetzt konnte man gut mit einem Undersea Green noch drüber gehen und ein paar exponierte Blätter herausarbeiten. Rechts seht ihr, wie ich mit Undersea Green den Fluss abdunkle und die Spiegelungen noch ein bisschen verstärke, sodass dieses Spiel von Licht und Schatten intensiviert wird. Das Ganze mache ich vertikal, diese Spiegelung. Natürlich, ihr werdet es gleich sehen, fehlt auch die horizontale Strichführung dann nicht. Hier jetzt mit zartem Wasser in den allervordersten, feinsten Härchen des Ella-Stip, damit ziehe ich jetzt Spiegelung hinein. An der Stelle, wo ich tupfe, möchte ich ein bisschen mehr Licht
Da kommt Licht durch, von oben durchs Blätterdach. Und da habe ich einfach mit einem Taschentuch in die nasse Farbe hineingetupft und das Licht so erzeugt. Nun ist es trocken und mit einem Schrubberpinsel wasche ich mir helle Stellen aus, sodass wirklich schöne Glanzpunkte, Glanzstellen in mein Bild Einzug halten und dieser Fluss in einem wunderschönen Farbenspiel sich spiegelt, fließt, sich bewegt, dass es harmonisch wirkt und Licht einfängt. Natürlich sind diese Spiegelungen, diese Glanzpunkte im Wasser horizontal gezogen oder aber kleine Flächen, also flächig, flächig horizontal, nie flächig vertikal. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, auch dass es weich bleibt, der Eindruck, dass es sanft bleibt. Ja. Nun sind wir gleich fertig mit unserem Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich freue mich auf ein weiteres Bild mit euch. Wünsche euch noch ganz schöne, warme Sommertage. Am meisten wünsche ich euch ganz schöne frühe Morgenstunden im Sommer, wo ihr ja vielleicht im Wald durch einen Fluss wartet, so wie ich hier durch die Gusen. Und alles Gute für euch, für eure Familien, für eure Lieben. Genießt die Tage, diese herrlichen und diese kurzen, sternklaren Nächte. Alles Gute und danke fürs Dabeisein. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben. Damit könnt ihr mich unterstützen. Auch gibt es mittlerweile den Button Thanks rechts unterhalb meiner Videos. Da kann man, wenn man das möchte, eine kleine Anerkennung spenden. Herzlichen Dank schon im Voraus. Alles Gute und bis bald. Tschüss!